So, dann können wir ja mal kurz besprechen, wo wir jetzt eigentlich hin wollten. Also, was machten wir denn jetzt? Wir hatten jetzt bei der komischen Frau hier verkauft. Wir mussten noch das Ei finden da, ne? In der Krippe. Wir müssen noch den Eingang zur Krippe finden. Da oben. Kann möglich sein. Da müssen wir da nochmal hin. Wir haben ja das Kloster, wir haben ja den Eingang markiert. Ah, wir brauchen noch irgendein Ei. Für die Olle hier. Ach so, das war ja unten bei dem stimmt Ja, bei wir haben dem. ja das Kloster da gemacht mit den Adlern, wenn ihr euch erinnert. Ja. Und da waren wir ja dann zum Schluss ziemlich groggy, nenne ich es mal. Nachdem wir gegen diese ganzen Adler so, gekämpft ja, haben. Wollen wir weiter runtergehen? Erstmal so und über die Brücke? Vielleicht geht es dann weiter. Müsst ihr sagen, wo wir hin wollen? Ey, schicker Cowboy-Hut, Alex. Ja, oder? Oder wir folgen weiter den 6a. Gebirgspass. Ja, ich hätte erstmal das Ei da oben gesucht. Ich weiß nicht, ob die Quest temporär ist mit der Eulen hier. Das ist Achso, dass wir eine da wieder gute Frage. hingehen. Ne? Ja, dass Naja, wir wenn da wir nochmal gucken. ins Kloster gehen und dann nochmal das Ei suchen da oben. Wir haben doch da einen Wegpunkt. Ja, dann lass dahin teleportieren. Okay, wohin? Kloster Rosenmorg, oder was? Ja, genau. So, wir haben ja jetzt hier soweit alles geklärt. Hey, warum ist denn jetzt meine Kamera auf dir? Ja. Musst du unten auf dein Ach, Porträt klicken. weil ich habe auf dich drauf geklickt und deswegen hat er mich. Okay. Mich hat er gar nicht teleportiert. Die Frage ist jetzt, Wie übel ist das? kommen wir jetzt hier rein? Nee, Schloss Wo seid ihr jetzt Knackenhorn hin? Sorry. da nicht. Rosenmorg. Alles klar. Okay, die Leichen liegen alle noch hier. Seid dann da hochgelaufen. Hochgesprungen. Was ist denn der Hund eigentlich? Ach da, komme ich hier wieder durchs Fenster ran? Ja. Wie das letzte Mal, Peiler. Ja, ich musste gerade bloß Kamera hatte letztes Mal eine andere Position. Und wo Okay, jetzt? die waren alle tot und gelootet hatten wir schon alles, so. Ja. Ja, genau. Wo waren denn die Vögel genau? Na, über uns. Habt ihr mich schon wieder verloren, oder? Ja. Könnt ihr euch nicht daran erinnern, wie wir das letzte Mal gelaufen sind? Nope. Ach, Leute. Ach doch, hier Lahmheit. hochspringen, Ja, oder? genau, Wieder? hier hoch, genau. Oh, warte erstmal auf die anderen. No, falsch. So, hier drin haben wir jetzt gekämpft gehabt. Gegen diese Grimmschar-Dinger da. Aber hier waren noch nicht diese Vögel, gegen die wir gekämpft haben. Nein, die waren oben. Noch höher. Ja, aber da müssen wir doch gar nicht mehr hinjusen. Aber da sind doch wahrscheinlich die Eier. Nein. Wir mussten jetzt hier weiter, da hier haben wir das letzte Mal ausgemacht, weil es schon 23 Uhr war. Ach so. Wir müssen jetzt mal gucken, wo wir jetzt hier weiterkommen. Hier sind Schriftrollen drin, muss mal einer gucken, wer da was braucht.
Hier geht's anscheinend nicht weiter, wa? Hier ist nur Schriftrolle. Truhe. Da ist noch eine Barrikade. So, Medo. Hier ist noch eine. Ja, hier ist eine Barrikade, vielleicht kommen wir hier durch. So, jetzt sind wir hier draußen. Okay. Von hier kamen wir ja, da unten ist das Portal. Ja, stimmt. Irgendwie müssen wir noch da runterkommen, wo diese große Tür ist. Die kann ich von außen nicht öffnen. Durch den Haupteingang vorne, wisst ihr? Nein, wir müssen eigentlich noch da oben hin. Kommen wir denn da hin? Na, hier mit dem. Ne, wir müssen. Hier vorne. Wir müssen runter. Steht da. Für die Quest. Ach ne, das ist einfach bloß eine Eisentür. Wir müssen irgendwie nach unten. Hä? Ich hab grad Babywein gehört, ja. Ja. Okay. Etwas weint hier, sagt David, sein Charakter. Vielleicht irgendeine Fähigkeit einsetzen, David? Ja, warte. Achso, ne, Quatsch. Roten reden vielleicht? Ne, bringt auch nichts. Erleuchtung, Erhellung. Soll ich hier mal mit dem Anführer sprechen, mit dem Toten, oder was? So auch machen. Nee, kann ich nicht. Leiche stark beschädigt. Mit dem kann ich reden. Was ist hier? Ich glaube, mit dem brauchen wir nicht reden. Nee. Aber von hier, also da, wo ich gerade stehe, da kam die Stimme her. Ich nehme an, da hier war nichts mehr. War nichts mehr. Ja, vielleicht müssen wir da drüben weiter. Auf der anderen Seite, wo wir das letzte Mal waren. Warte, warte, hier kann man hochspringen. Oh! Hast du? Hier kann man, hier bei mir kann man hoch. Okay. Oder? Warte. Ja, ja, ja. Ja, aber das, okay. Waren wir schon mal hier ganz oben? Ganz oben waren wir noch nicht, ne. Ne, ich glaube, hier geht's auch weit. Ah nee, hier waren die Vögel, hier haben wir mit den Vögeln gekämpft. Diese Symbole hier auf dem Boden eigentlich. Ach so, ja. Wo bin ich denn jetzt? Ich bin hier. Also bei mir geht's hier noch. Bei mir geht's hier noch weiter. Bei mir ist eine Treppe. Hier ist eine Treppe? Bei mir ist eine Treppe, ja. Ja, stimmt, hier war dieses komische Portal, wo wir nicht durchkommen. Wo eine Truhe auf der anderen Seite ist. Kommt mal zu mir. Wo wir den Geist gekillt hatten. Boah, die Kamera ist durchgeglitscht. Wo bin ich? Bin ich fesselt, deswegen. David? Ja, warte, ich muss mal den. Ach, wir sind über dir, oder was, Charlene? Ja, oder bist du auch ganz oben? Nee, ich bin nicht ganz oben. Wir sind in der Mitte.
Genau. Pfeiler, du musst hier rüberspringen. Genau. Ihr könnt hier runterklettern, ne? Von da oben. Da ist so eine knorrige Wurzel. Da könnt ihr runterklettern. Ja, hier, ja, genau, das hatte ich gesucht. Ja. Genau. Naja, zeig mal Yuzen, wo das ist. Der kommt sonst da oben nicht hinterher, oder? Ne, Yuzen ist dran. Ah, sehr gut. Gut, dann komm mit. Hier geht's dann runter. Ja, super. Was ist mit diesem goldenen Schein da gewesen in den Nebenraum? Da wären wir nicht durchgekommen, ja? Da haben wir schon gekämpft, das letzte Mal, Pfeiler. Ach so. Kannst du dich nicht erinnern? Das war das mit dem... mit dem Duder. Ja. Wollen wir mit der quatschen? Jo. Talking statues are never a good sign. Stand your ground! Heiler, versuch du mal mit Arcane Kunde. Oh, ja. Quatsch die mal an. Ja, nice. Okay. Okay, toll. Oh, zwei Fackeln. Yuzen, du bist doch größer. Kannst du das hier nehmen? Ja. Was? Da, was da oben drauf liegt. Der Kessel und die Eisenpfanne hier bei mir. Nee, nee, kann ich nicht nehmen. Okay, schade. Hm, na gut. Barrikade müssen wir kaputt machen hier wieder, wa? Okay. Und hier oben ist nichts. Da oben ist nichts. Ja, war halt so. Oh, wir müssen mal durch die Tür, ja. Sieht's ja da noch aus. Warte, erstmal speichern. Hier ist ein Streitkolben. Mal noch mitnehmen. Und Streitkolben war hier noch. Und ein rostiges Langschwert und ein Skelett. Und ein rostiger Dolch. Ich hab da Kerze bekommen. Jep. Yep. Eine Ölflasche? Okay, mal schauen hier. Within the artifact, a feeling stirs. Im Artefakt regt sich Gefühl. Mein Artefakt sagt irgendwas, Your curiosity is the blood of Lathander. Spilled in holy battle with Samaster. Oh ja, so ein Your curiosity is getting the better of you. Ach, so viele Stimmen in meinem Kopf. Do not let it. Stay away from the Gargantua. Mal schnell das Schloss hier. They're hunting you. They want the artifact. Auf der anderen Seite ist auch nur eins, ne? They'll stop at nothing to take it from you. Pilar, hier ist ein Schriftrolle Windstoß. Kannst du den mal bei mir rausnehmen? Immortalized here for all to worship. So they kept the blood of Lathander here. Nice. Sind das Skelette? Erdhaufen. Kohle. The blood of Lathander spilled in holy battle with Samaster.
immortalized here for all to worship. So they kept the blood of Lathander here. No wonder it was looted. Guck mal kurz bei mir. Könnt ihr das sehen? Nö. Okay. Eine Steinscheibe mit einzig eingeritztem Gitanki-Runen. Unter ihnen steht eine Übersetzung in die Gemeinsprache. Es handelt sich um eine Auflistung aller Gegenstände, die die Gitanki bei ihrer Eroberung des Klosters den Lethander-Mönchen geraubt haben, sowie die anschließende Frachtliste bedeutender Wertsachen nach Tunarat. Geht nicht. Warum kommt man da oben an die Vasen nicht ran? So außen ist Weltuntergang. Pass mal auf, dass eure Fenster zu sind. Oh, scheiße. Ja, danke, dass du das sagst. Jo, mein Schlafzimmer steht unter Wasser. Geil. Na, dann lohnt sich doch das Wasserbett. Wir hören den Spitz. Müssen wir jetzt hier runter, oder was? Eigentlich hier durchs große Tor, oder? Ich denke auch. Na, hier geht auch eine Wendeltreppe runter. Von da sind wir doch jetzt gerade gekommen, oder nicht? Nee, wir sind von links gekommen. Ja. Okay. Na, das große Tor ist doch das wahrscheinlich, was wir nicht aufmachen konnten. Das Haupttor. Mhm. Also müssen wir die Treppe doch nehmen. Ja. Jo. Ach, scheiße. Kann ich nachher schön alles wischen. Kacke. Alter, ist krass stürmisch draußen. Ja. Hier, hier ist noch eine Tür. Hm. Ja, da müssen wir hoch lang. Ja. Durch. Uiuiui. Hier sind Leute. Erstmal speichern? Ja, speichern wir erstmal. Nein. Ah, automatisch gespeichert. Ach, das ist ja immer durch die Tür, also muss immer die Kamera drehen dafür. Da kann er nicht einfach loslaufen. Alles gut. Ja, kann mit denen da reden. Bin im Gespräch. Sentries to arms! Istik! State your purpose quickly! Das erste, oder? Nee, überzeugen, da hat er wenigstens plus 4. Naja, aber wir wurden ja trotzdem von ihm geschickt. Weißt du? Okay. Und gleich steht er da. You've talked to one of our Queen's Silver Knights and hold the lost weapon. Oh. Prove it, Istik. Kannst du sie immer noch überzeugen? Mhm. Nur einen Boni geben, David? Hm. Ja, und Fusen auch? Nein, oder? Nee, doppelt geht nicht. Derselbe. Ja, also die Welt geht unter auf jeden Fall. 16, Alter, hast du geschafft. Locker. Alter, 22. If you are lying, it'll be a painful death. The Inquisitor is deeper in the crash. Report to the captain. She will take you to the Inquisitor. Den qualvollen Tod gibt's für umsonst. So, jetzt hier nichts mitnehmen, ne? Ist alle rot. Nix anfassen, Leute, einfach zur Tür gehen. Nix anfassen. I heard they're making us join the patrol soon. The search must be going badly. Hush, Quaniwell. Okay, links, rechts, vorne, hinten. Na, ich glaube, wir sind doch überall Leute, mit denen man reden kann, ne? Okay, zeigt, wo sie, wo schicken uns denn die Quest hin? Nach rechts. Na, dann gehen wir nach rechts. Oh, hier ist ein Spawner. Okay, also müssen wir hier wahrscheinlich öfter her.
Vielleicht ist es so eine Art Handelsstadt wieder hier. So eine Art Stadt. Oh. Vielleicht gibt es ja auch einen Händler. Plünderer ist hier oben. Achso, Pilar ist schon drinne. Nee, ich guck mir ein Bild an. Ah, ich habe einen Händler gefunden. Ja, nice. Kommt immer Geschichte zu Güte. Blood, Rust, Squaw. 21, uiuiuiui. Vielleicht kann ich dir was geben, Pilar? Nee, aber es ist ein Bild, das ist glaube ich nicht so wichtig, da brauchen wir glaube ich nichts verschwenden. Kann ich es nochmal fassen? Fine, but your paraphernalia had better be pristine. Alter, Trank der höchsten Heilung. Das ist eigentlich fast genauso schwer wie der Wurf davor. Bloß, dass ich weniger Specials unten habe. 18! Scheiße! Drei, wieder eine 3! Ey. Okay, das Schicksal wollte es nicht, Leute. Alter, Leute. Und das ist nicht so dein Ding. Was denn, Dicker? Guck mal, könnt ihr meinen Stream gucken? Warte, Pfeiler macht gerade ein Foto. Lila Sachen. Okay, du bist hingefallen. Das Messer, Alter. Anwender zieht kritische Dauer, wenn er eine 19 würfelt, wenn er höchstens 2 Schaden. Ich kann bei dir nicht reingucken irgendwie. Achso, ja, ich hab ein Bild verunstaltet. Ich hab gesagt, in meinen Stream reingucken. Ja, stimmt. Ich war's nicht, ich geh weg. Was ist denn das? Das ist ein Einhänder, oder? Ja, das ist ein Messer. Also Dolch, quasi das, was ich trage, hier Dolch, ja. Naja, dann, was kostet das Ding? 1100. Und guck mal die Handschuhe. Jemand mit dem niedrigsten Geschicklichkeitswerk von uns kann das Ding anziehen. Da ist die Frage, ob er Geschicklichkeit braucht. Und diese Axt da, ist die cool? Geschicklichkeit brauchen wir immer. Schaudin, da ist doch so eine Axt mit grün. Ist die irgendwie gut oder ist die eher schlecht? Naja, die grünen Sachen eher weniger, oder? Guck mal erstmal die blauen hier. Achso, okay. Ich hab nur Handschuhe an, wo ich nochmal springen kann nach dem Springen. Und das blaue Schwert, bist du? Achso, aber ja. Es ist wahrscheinlich dasselbe, was ich habe. Na, lass mal eins nach dem anderen gucken. Der Träger hält einen Bonus von +1 auf Zauberangriffswürfe. Das ist auch nicht schlecht, die Handschuhe. Für Pilar oder für David? Jo. No. Stiefel der Lebensadler. Wenn der Träger einen Zauber wirkt, der Konzentration verlangt, erhält er 8 temporäre Trefferpunkte. Ist aber mittlere Rüstung. Das ist ganz gut. Ich glaube, Jusen kann das nehmen. Ja, aber Handschuhe sind meine eigentlich immer noch besser. Nee, das sind Schuhe. Achso. Guckst du in meinen Stream? Ja. Ja, das hier sind Schuhe. Stiefel der Lebensader. Ja, bis jetzt, meine Schuhe sind nur wegen Wasser und Elektrizität, aber ja, würde ich nehmen. Nee, wir müssen erstmal gucken, ob deine Dinger Konzentration, deine Attacken überhaupt Konzentration von dir abverlangen, ansonsten bringt dir das ja nichts. So, dann haben wir hier noch einen Verteidigerflegel. Stählerne Physiologie, verringere erlittenen Hieb, Stich und Wuchtschaden um 1. Das wäre vielleicht für dich gar nicht schlecht, oder David? Naja, ich greife aber nicht im Nahkampf an und ich habe aktuell den Stab noch. Den Blitzstab. Ja, wenn du angreifst, kannst du ja mit dem Blitzstab angreifen und mit dem kannst du dich verteidigen. Dann wechselst du, bevor du deinen Zug beendest, auf Schild und Flegel. Ja, aber ich greife ja nicht im Nahkampf an, darum geht's ja. Ja, das ist doch nur zum Verteidigen, das Ding. Verringere erlittenen Hieb, Stich und Wuchtschaden um 1. So. Du greifst mit deinem Stab an und nachdem du angegriffen hast, wechselst du auf Schild und Flegel. Ja, aber das ist Kriegswaffe und Flegel. Da drinnen bin ich nicht geübt. Okay, das ist ja die nächste Frage gewesen. Oh, hier ist ein Schwert für Jusen vielleicht. 6 bis 15 Schaden. Ja, jetzt sind wir da, wo war ich gerade drüber. 6 bis 15 ist geil. Wie heißt denn der? Ist aber nicht der Fall La, ne? Ne, Laretian Zorn.
Aber er hat doch die, aber er hat doch die singende Klinge, oder? Ist die jetzt nicht, oder ist das nur eine Fähigkeit? Das ist eine Fähigkeit, die ich... Ah, nee, die, das nee, ist nee. Wirklich nur bei der Waffe so, ja, stimmt. Seine macht 5 bis 14, also so eine große Verbesserung werdet dann auch nicht. Und was ist dieser blaue Effekt da? Das sehe ich gerade nicht so. Rasiermesser Orkan. Okay. 9 bis, Flächendamage, ne? Genau, 9 bis 12 Schaden. Schwinge deine Waffe in einem Wirbelsturm aus Stahl, der allen Gegnern in Reichweite rasiermesserscharfen Schaden zufügt. Da hätte ich wieder eine Mount-Aktion, sag ich mal, wo ich mehrere Gegner treffen kann. Sturmangriff hättest du dann? Oder halt die singende Klinge, die hält die ganze Zeit. Ja, singende Klinge ist immer noch besser, oder? Ja, die gibt uns ja auch Schaden, wenn wir die Gegner angreifen. Und ich glaube, bis zu 3 Schaden plus jedes Mal. Aber die macht mehr Schaden. Sie macht halt mehr Schaden, ja. Naja, aber auch nur 6 bis 15. Muss man halt gucken, wie viel Schaden sie bei Yuzen macht, wenn er sie in der Hand hat. Wir können sie ja mal kurz mal kaufen, wenn es für euch okay ist, wenn sie nicht so teuer ist. Naja, mal kurz mal kaufen, sind 575 Gold. Nee, dann lass das weg. Dann brauch ich sie nicht. Wenn, dann musst du dir sicher klingende sein. Dinge, ich bin mir sicher. Die klingende, Klinge ist immer noch besser. Nee, das ist Müll. Der Hexenbrecher. Obwohl, der gibt eine neue Fähigkeit. Der ist besser als das, was ich drin hab. Streiter. Okay, müssten wir hin. Ich geh mal nur nicht durch. Ne, warte mal, das ist eine Streitaxt. Erst mal mit dem Dude da unten sprechen, wo du stehst, David? Oder wollen wir hier bei Alex bei dem Händler hochkraxeln und da durch die Tür gehen? Wo ist eine schwere Armbrust? Ist auch noch eine schwere Armbrust, 6 bis 15 Schaden? Die hätte ich ganz gerne, wenn es möglich ist. Bist du geübt in Kriegswaffen oder schwere Armbrust? Ich bin Krieger, also ja. Ja, ne, Armbrust kann er tragen. Ja, ist aber eine schwere Armbrust. Ja, ich trage ja jetzt auch gerade eine schwere Armbrust. Der Yuzen kann das. Okay. Ich könnte das nicht, aber ich brauche das nicht. Großer Knüppel. Ich habe normale Ferngriff-Attacken als normale Zauber, die ich immer wirken kann. Dadurch, ich brauche keine Armbrust oder so. Ich bleib bei Schild und Stab. Leichter Hammer. Ja, und halt hier die Dinger. Guck mal, Trank der höchsten Heilung. 30 bis 60 heilen. Die können wir uns auch erstmal holen. Oh ja, oh ja. Die sind auch nicht schlecht. Okay, dann gehe ich mal kurz ins Lager und hol mal das Gold, wa? On your way, then. Jo. Glitzeriges Gold. Ich glaube, du hast auch ein paar Sachen zu verkaufen im Inventar. Ja, müsst ihr mir geben dann, ja. Wenn ihr noch was habt. Na klaro, wunderbaro. Aber, Alter, also der Dings ist auf jeden Fall richtig krass, der Dolch. Bücher müssen wir noch darauf achten, dass man die lesen muss, ne? Ja, genau. Die müsst ihr immer vorher lesen. Ja, ich habe keine reingepackt, aber ich habe gerade gesehen, dass einer welche reinpackt. Ja, bevor ich die verkaufe, gehe ich die sowieso immer nochmal durch. Brauchen wir die ja nicht lesen. So, die Armbrust, die du gesehen hast, war eine ganz normale Armbrust, ja? Oder hatte die irgendwann grün oder... Nein, das ist eine schwere Armbrust, aber ich gucke mir jetzt deine erstmal an. Ja, die ist, glaube ich, dieselbe, wenn denn. Nee, das war eine grüne Armbrust, die ich da... Ah, okay, also doch hinterlegt, okay. Das war ich nicht. Meistens. Guckt ihr nicht bei mir rein? Doch, aber nicht die ganze Zeit. Na, warum denn nicht? Ich gehe doch hier gerade das Inventar durch, dann guck doch einfach mit, dann brauche ich es nicht erklären. Ja, was da? Da, gelb, grüne Armbrust... 6 bis 15 Schaden. Perfekt. Kann ich auch tauschen? Ja. Also dann die Handschuhe nehme ich auch auf jeden Fall mit, ne? Geschicklichkeitswert auf 18. Können wir ja mal gucken, wer die dann trägt. Und die Stiefel würden mich noch interessieren. Ja, ja, auf jeden Fall. So, den Flegel willst du jetzt nicht, David. Den kann ich nicht benutzen. Achso. Das Problem. Was macht denn das Schwert daneben? Na, das habe ich ja vorgelesen. Das ist das mit 6 bis 15 Schaden. Achso, das ist das mit dem Kreis. Obwohl, das ist. Ist das nicht vielseitig? Könnte ich doch auch Einhand. Warte, was habe ich. Ah, nee, ich habe den Stab immer noch. Ah, nee, ich greife. Du hast doch zwei Waffen bei dir im Inventar, Digga.
Du hast bei dir noch ein Zweihandschwert im Inventar und einen Streitgolben. Ja, den hatte ich nur überlegt, der hat eine Schutzfähigkeit, aber mit dem bin ich auch ungeübt, leider. Der Streitkolben war Müll, den können wir noch verkaufen. Entweder gibst du das Alex zum Verkaufen oder gibst du das Usen, weil der mit sowas ja dann kämpft, mit zwei Handwaffen. Nee, alles gut. Das macht nee, das ja, aber ich bleib bei meinem Schwert. Wie gesagt, die Signeklinge ist schon ziemlich edel. Den anderen behalte ich mal noch. Achso, der... Nee, Quatsch, mein Bogen ist zu OP, dass ich da... Obwohl, was macht der Bogen da noch? 6 bis 11 Schaden. Nee, nicht der Schaden, sondern die Fähigkeit. Ah, ist keine Fähigkeit dazu. Nee, das okay. Ist nur ein. Und der Kleine, was ist das für ein kleiner Hammer? Ist das eine Pickaxe daneben? Das da ist ein kleiner Hammer. Achso, okay. Ist dann auch, weil er ist, kann geworfen werden, okay. Mhm. Da wird das grüne Schwert da oben, willst du noch behalten, oder was? Schwert der Gerechtigkeit. Achso, aber Peiler macht immer Konzentrationszauber. Ja, weil das einen coolen Effekt hat. Ah, okay. Außer du möchtest das benutzen. Nein. Ich glaube, blau ist besser als grün, oder? Das hängt ein bisschen von. Also dein Schwert ist sowieso OP. Ist das eigentlich auch vielseitig? Ist auch vielseitig, okay. Kannst du das mal kurz ausziehen? Ich will mal was ausprobieren. Oh, okay. Ja, Jusen, wenn du dein Schwert nicht mehr brauchst, dann würde ich das nehmen, dann. Eine deutlich bessere Waffe für dich finden. Ich hab jetzt, das du gerne haben. Hab jetzt alles gekauft. So, wer hat denn jetzt den niedrigsten Geschicklichkeitswert? Gucken wir mal. Ein Peiler, ja. Aber Jusen auch, der hat auch nur 13. Ja, aber es ging doch um die Handschuhe, oder? Genau. Aber ich würde meine gern behalten. Die mit den Konzentrationseffekten, weil Peiler macht, glaube ich, ganz viele Konzentrationssachen. Weil die Feuerkugel ist Konzentration. Und nein, die Handschuhe, das hat nichts mit Konzentration zu tun, das waren die Stiefel. Die Handschuhe machen Geschicklichkeitswert des Trägers, wird auf 18 erhöht. Ach so, okay. Das heißt, Jusen hätte einen Geschicklichkeitswert von 18 und würde halt nicht mehr so oft getroffen werden. Ja, aber wie gesagt, meine Handschuhe nach dem Kampf brauche ich nochmal extra 15 temporäre Trefferpunkte zu bekommen, ist schon cool. So eine Geschicklichkeit ist das. Ja, aber Geschicklichkeit wirkt sich auf Fernkampf- und Finesse-Waffen aus. Deswegen wäre das für Peiler wieder ganz praktisch. Na, dann kriegst du Peiler. Ja, Peiler. Jo. Ja, was er mit meinen Handschuhen macht, müsst ihr dann mal gucken. Ich kann halt, wenn ich gesprungen bin oder so, oder gelaufen bin, kann ich halt nochmal springen. Ich pack die bei Alex mal unten rein. Oh. Weiß nicht, ob das wirklich hilfreich ist. Ich brauch die nicht. Peilers Rüstungsklasse ist jetzt auch einfach 18. Ja. Jusen mit seinen 16. Ist aber, glaube ich, ganz gut, weil die mit den höheren Rüstungsklassen werden ja weniger fokussiert als die mit den niedrigen. So, Zauber-Fernkampfangriffe. Ihr müsst doch mal gucken, wenn wir in den Kampf gehen. Wir haben auch so Waffenöle und sowas. Sowas kann man auch mal benutzen im Kampf. Ich habe mal zwei bei Jusen mit reingeschmissen, die ich noch hatte. So. Aber wenn... So, Peiler, du müsstest vielleicht auch mal einen Bogen oder eine Armbrust nehmen. Warum? Wenigstens mit reinpacken, dass wenn du mal angreifen solltest, auch Pfeil und Bogen benutzen kannst. Warum? Ich habe doch meine Standardzauber, die kann ich immer wirken. Ja, aber es macht dich ja nicht schlechter, darum geht's ja. Ja, wenn mal eine gute Armbrust abfällt, okay, aber ich würde dafür jetzt keine kaufen. Nee, nicht kaufen, aber wenn wir einen Bogen oder eine Armbrust finden, dann kannst du so, Jusen, hier ist deine Armbrust, habe ich dir reingepackt. Hey. Hey, jupp. Und David, du nimmst die blauen Handschuhe, bitte. Träger enthält einen Bonus von... So. Und Jusen, du ziehst hier bitte noch die Schuhe an.
Soll Jusen anziehen? Ja. Ja, wenn die Konzentration. Ist ja jetzt die Frage. Konzentration sind meine Zauber. Na, dann nimm Peilase. Nee, du wirst doch die Handschuhe nehmen. Dafür hast du jetzt die Handschuhe bekommen. Ja. Es ist doch die Frage, Jusen, machen deine Zauber, also verlangen die Konzentration deine Zauber? Na, ich habe jetzt bei Jusen keine gefunden. Ja, dann bring dir die Schuhe nix. Na, alles Konzentration, was ich an Spells hab. Ja, bei Jusen habe ich keine dann gefunden. Dann Peiler bitte, deine. Merci. Dann kriegst du hier wieder die Spinnenschuhe, die schmeiße ich bei dir unten rein. Ja, dann gib mal die Schuhe. War noch, glaube ich, gar nicht. Ja, dann gib mal die Schuhe Jusen hier, die Spinnenschuhe. Ah, warte mal. Ist das mittlere Rüstung? Ja. Ja, ist mittlere Rüstung. Deswegen konnte ich es nicht tragen. Hm. Das haben wir, glaube ich, letztes Mal schon gemacht. Man muss erst Level abgehen, damit ich mittlere Rüstung tragen kann. So, na dann behalte so lange, dann nimm du erstmal die von Jusen, die Schuhe. Okay, mit Wasser und so, ja. So, und David, du nimmst die Handschuhe, die blauen, die habe ich bei dir reingepackt. Aber ich verstehe mal nicht, deine Zauber-Fernkampfangriffe werden als Zauber-Nahkampfangriffe ausgeführt. Ja, wenn du dich neben einem Feind befindest. Dann kannst du deine Fernkampfangriffe auch als Nahkampf ausführen. Oh, das ist natürlich praktisch. Ja. Du hast doch sonst immer den Nachteil, dass du deine Fernkampfangriffe nicht machen kannst. Aber Peiler hat ja jetzt schon die Handschuhe mit 18. Ja, nee, klar. Pass. Weil mein Geschick ist auf 19, ich brauch sie nicht. Nee, genau, das heißt ja, wenn ich denn zum Beispiel auch mal eine Brandbombe werfe, müsste ich ja durch... Obwohl, Jusen könnte sie auch anziehen. Jusen hat eine Finesse-Waffe. Was hast du? Aber Peiler bringt das mehr. Nahkampf und Finesse. Was? Die Handschuhe. Ich weiß nicht, auf was du gerade hinaus willst, David. Ja. Geschicklichkeit bringt bei Jusen... Oder bringt Geschicklichkeit generell bringt mehr Schaden oder beziehungsweise mehr für... Fernkampf und Finesse-Waffen. Und Jusen hat aber auch eine Finesse-Waffe. Aber Peiler hat halt... Obwohl, Peiler hat ja keine Fernkampf-Waffe. Ich weiß halt nicht, ob mein Zauberstab als Fernkampf zählt. Beeinflusst aber auch die Initiative und die Rüstungsklasse. Alles gut, Jusen, seine Handschuhe sind eh OP. Sind eh komplett broken. Sehe ich halt auch. Ja, aber es wirkt sich ja auch auf die Initiative und die Rüstungsklasse auf. Peiler ist ja sowieso immer einer der Letzten gewesen, die irgendwas gemacht haben. Und jetzt sollte er eigentlich mit einer der Ersten sein, die irgendwas tun. Ja, nur deswegen ist das generell für Peiler gut. Ja. Deswegen. Ich würde die schon da lassen. Genau. Ja, tippitoppi. Ich habe auch die beiden OP-Tränke hier, 30 bis 60. Ich habe eh nicht so viele Lebenspunkte. Ich würde die mal teilen, dann kriegst Jusen ein und ich ein, wa? Oh, ich danke dir. Im absoluten Notfall. Ja, würde ich sagen, gehen wir weiter, wa? Jo. Na, das war doch mal gut eingekauft, Alter. Nice. Wollen wir denn erst mit dem gelben Dude da reden oder wollen wir gleich da hoch durchgehen? Mit was für du standest doch die ganze Zeit vor einem Dude, der gelb angezeigt wurde. David. Quatsch mal mit dem. Na, dann geh. Ah, ne, die Plünderin. Oh, okay. Mit der, hier, die Plünderin. Der kann man quatschen. I see they're letting even. Okay, die wollen auch nicht mit dem quatschen. Ne. Tyler ist in einem Gespräch, okay. Ja. Auch nicht mehr. Durch die Tür hier konnten wir noch gehen. Na, ich warte ja unten durch die Tür. Okay. Ja, da wir auch hin müssen, so von der Quest her. Ne, nach oben hätten wir gemusst. Ja, da sind wir, also ich und Derwisch stehen von der Tür, wo halt gelb umrahmt ist. So ein Zeichen auf der Minimap. Wo seid ihr? Wir können doch erstmal das Ding hier erkunden, bevor wir da weitergehen über den Gebirgspass. Vielleicht ist ja hier noch was. Da hat Peiler gar nicht mal so Unrecht.
Und bin schon in der Unterhaltung. Ich schau mit rein. Bist du in der privaten Unterhaltung? Quiet. Nee, ich bin drin. Into the astral prison, Therizin. My patience falters. Yes, Chirai. You heard him. Go. Was? Do as she says. She remains your Kithra. Okay. Wir können da nicht viel machen, ist ja alles deren Besitzung. Kapitänsquartier. Kommt mal mit rein. Alter, da sind zwei richtig fette Wölfe da rechts. Die fressen auch noch einen Zwerg, den kann man aber looten. Oder ein Gnom wird es sein. Ah, die rennen gerade zu uns, wo ich und David stehen. Aber ich komme zu euch, wenn ihr sagt, ich soll kommen. Quatscht jetzt schon jemand mit dem? Nee. Oh, dann. Soll ich mit dem quatschen oder was? Nee, ich mach schon. What's in here? An Istik in my crash. You are one of the mercenaries sent to bring the weapon. Don't tell her anything. Wer hat das gesagt? Ja, ja. Dann sollt ihr uns so ein Traum-Dings. Genau. Achso. Jo. Ihr seid ja jetzt da erstmal in dem Gespräch drin, ich bin gleich wieder da. Ja, warte nur, David. Kann mich doch auch entscheiden. Nein. Okay. The Inquisitor. On what grounds? We have all the proof we need, and it has not moved his resolve. We know infected flock to Moonrise Towers. I reported the gathering masses back to Tunerath. In response, they sent an Inquisitor. Instead of ordering an assault, we were told to join in this mad hunt for an ancient relic. Meanwhile, illithid sickness spreads right in front of us. I do not know. This hunt is the Inquisitor's folly, not mine. It is small, angular, metal, adorned with Tirsu script, stolen by true soul heretics. You realize she seeks the artifact you carry. What was that look? You know something. Do you have it? Täuschen? Ich will täuschen. Dafür, ja. Wir wollen das Relikt behalten. Ich kann nicht mit reinjoinen. Das wird ein schwerer Wurf. Ich hab plus 1 und muss der 16 würfeln. Komm, Peiler, davor hast du zweimal Kacke gemacht. Jetzt schaffst du es. Jawohl. Nice, ich darf nicht mehr hingucken. Stop wasting my time, Istik! Oh oh, geil, wollen wir angreifen jetzt, oder? Nee, wenn ich gegen die Warbys kämpfe, kann doch nichts dafür. Na gut, die freuen sich schon. Die wollen kämpfen. Die tanzen, glaube ich. Die Würfe tanzen. Ich hoffe, dass die nicht gleich merken, dass wir gelogen haben. I have business to attend to. Return with the weapon, or do not return at all. Nee. Naja, dann lassen sie uns wenigstens hier entspannt durchgehen. Nee, lassen. Auf zum nächsten Pfad. Oder wollt ihr da oben jetzt noch weiter gucken? Müssen wir echt aufpassen, dass sie nicht mitkriegen, dass wir doch das Relikt haben. Dann wollen die uns alle ans Leder. Lass lieber abhauen. Das Relikt ist irgendwo. Sollen sie kommen?
Die wissen ja nicht, mit wem sie sich eingelassen haben. Echt mal, Alter, ich hab jetzt ein krasses Messer. Die haben gar keine Chance. Jetzt haben sie keine Chance mehr, ne? Oh, die Gruppe hat 80 Erfahrung erhalten, nice. Oh. Bist du jetzt durchgegangen oder was? David? Bist du durchgegangen? Bist du in einem Kampf oder nicht? Okay. Ich glaube, wir brauchen gar nicht. Bisschen lauter. Ja, denk doch laut, bitte. Kommt erstmal durch. Ich sehe hier einen keinen Weg. So eine Aussicht? Oh. Ah, hier rüber können wir, glaube ich. Wir können da rüber springen. Man kann da rüber springen. Und dann da hoch, ja. Da ist eine edle Truhe. Muss ich die aufschließen? Ne. Nur Pfeile. Nix für mich. Muss doch trotzdem mit. Oh, nee. Wieso? Kann auch gleich jemand anderes ins Inventar packen. Jetzt habe ich es. Mal meine Pfeile. Niemand kriegt Pfeile. Wir hätten auch in die andere Richtung gekonnt, ne? Da, obwohl da können wir auch wieder weiter. Ich weiß halt nicht, wo wir lang müssen. Naja, wir müssen immer noch diese Scheiße. Achso, nee, guck mal, da kommen wir hoch, wo wir gerade eben waren. Nee, wir müssen dann, glaube ich, auf die andere Seite. Mhm. Setzt zu dir oder die andere Seite? Nein, die andere Seite. Nicht. Kann jetzt deutlich weiter springen. Ist doch gut, oder nicht? Mhm. Sehr gut. Wo kommen wir jetzt hier weiter hoch? Da unten ist noch Sumpfkreis. Bei Alex geht's hoch und hier links geht's in die Ruinen wieder rein. Ich wollte jetzt schon, oder? Nee, doch. Hier kommt man hoch. Erdhaufen. Hier geht's nicht weiter. Schaufel den ganzen Tag. Ich glaube, bei mir geht's weiter, oder? Nee, hier sind wir vorhin lang gelaufen, Peiler. Oh, okay. Ja, stimmt. Wo schickt uns denn jetzt? Ne, jetzt schickt es uns wieder nach unten links. Aber da waren wir letzte Mal doch schon. Reise über den Gebirgspass, ja. Aber wir müssen ja auch noch die Quest finden, ne? Mit dem Ei. Ja, das war doch, glaube ich, da unten, oder nicht? Nee. Das ist jetzt hier in der Krippe gewesen. Das ist die Hauptquest, die wir hier mit dem Gebirgspass. Achso. Du kannst auch in das Quest-Logbuch reingucken, David. Nee, das will ich nicht. Siehst du das? Ich kann doch nicht lesen. Wie war denn das? Ach ja, M-Karte. So, Hauptquest. Reise durch, Reise über den Gebirgspass. Und die Hauptquest finde ein Heilmittel ist jetzt, finde die Gedanki-Krippe. Das haben wir jetzt gemacht. Da müssen wir jetzt eine Art von Gerät finden, die das dieses Parasit entfernt. Und wir haben auch immer noch Stiel ein Gedanki-Ei. Als Nebenquest hier. Gedanki-Krippe. Krippe. Mhm. Kann man das irgendwie markieren? Das, abgeschlossene Quests verbergen. So. Aber dass man das irgendwie angezeigt kriegt auf der Karte, wo die Quest einen hinführt, das ist nicht wahr. Manchmal schon, ja, aber so nicht. Ne, ist nur die Hauptquest, die einen angezeigt wird. Ne, du kannst ja unten draufklicken auf Karte anzeigen, ja, aber nur. Wo denn? Na, bei der Hauptquest nur, ja.
Ja. Dann steht das unten da, aber bei allen anderen Apps. Ja, folge dem Gebirgsqual. Ja, genau. Ne, bei allen anderen steht's nicht. Hier, wir können die Gedanki-Krippe jetzt betreten. Achso, na, die Gedanki-Krippe, die ist ja da oben. Ja, das ist das, wo wir gerade waren, ja. Na, dann müssen wir da... Ah, da war noch so eine Mauer, vielleicht ist jetzt die offen. Na, dann geh mal zu der Mauer. Da, wo wir die Viecher besiegt haben, oder nicht? Oder war das hier dran? Nee. Hier nochmal durchgehen. Da war doch irgendwo. Ne, hier ist das Tor offen. Ah, da mussten wir eigentlich nach oben, oder? Oh, war da eine Mauer? Ganz oben. Oder wo waren hier diese komische Ranke, wo ich nach oben kraxeln konnte? Ach. Da oben, wo wir die Vögel besiegt haben, da will ich hin. Na, dann geh mal hin und geh gucken. Na, ich überlege gerade, wie ich da am besten hinkomme. Ja, da fragst du was. Ja, da gab es so eine Ranke, wo man hochkraxeln konnte. Die war an der Seite. Na, dann können wir drei doch schon mal da unten gucken, ob wir da was finden. Dann lasst uns die Krippe da durchsuchen. Wenn David da oben seine Mauer sucht. Ja, ich laufe jetzt auch nach oben, scheiße. Nach unten. So. Pfeiler? Überleg gerade, ob hier die Ranke ist. Achso, also sucht ihr beide da jetzt das, oder was? Ich muss noch mal gucken gehen, ob es draußen war. Naja, ja, dann geht gucken. Yuzen und ich gehen mal in den Keller da und erforschen mal ein bisschen die Sache. War noch eine Seilbahn benutzt, oder sind Krippen wir mit der hergekommen? Eine Seilbahn? Weiß ich nicht. So, nee, hier war der Klostereingang. Der Klostereingang ist jetzt auch die Krippe, oder kommen wir hier noch woanders? Nee, von hier sind wir vorhin gekommen. Willst du nach links? Dann gehe ich nach rechts. Ja. Können wir ein bisschen die Karte aufdecken. Ohne Ding. Aber ich kann doch umbinden.